In Thüringen und somit auch in der Saalestadt starten am Donnerstag die Sommerferien. Für den Jenaer Nahverkehr Gelegenheit, um das Schienennetz im gesamten Stadtgebiet zu reparieren und zu erneuern. Durch diese Baumaßnahmen wird es zu Sperrungen und Umleitungen sowie Änderungen in den Fahrplänen des Nahverkehrs kommen. Darunter fallen auch Arbeiten an der gesamten Gleisanlage auf dem Ernst-Abbe-Platz. So wird der Holzmarkt zur neuen Endhaltestelle für die Bahnlinien 1 und 4, die von Lobeda West kommen. Durch Ferienbaumaßnahmen in der Kalaischen Straße verkehrt die Bahnlinie 2 ab Jena Ost nur bis zur Haltestelle Felsenkeller. Die Linie 3 wird in der Gegenrichtung von Lobeda Ost über Winzerla lediglich bis zur Haltestelle Ringwiese fahren. Um dennoch in die Stadt zu kommen, bietet die Haltestelle Burgaupark Umsteigemöglichkeiten auf Bus und Bahn. Außerdem wird die Straßenbahnlinie 5 ab Ferienbeginn bis zur Haltestelle Nordschule fahren, die mit einem provisorischen Bahnsteig in die Zufahrt des Betriebshofes verlegt wurde. Von dort wird es bis nach Zwezen Schienenersatzverkehr geben. Doch ein Ende der Arbeiten und der Einsatz von Straßenbahnen auf der Strecke sind schon in Sicht. Die Veränderungen, die jetzt ab 20. Juni gelten, gelten auf jeden Fall die kompletten Sommerferien über. Und wir werden unsere Fahrgäste dann rechtzeitig informieren, wie wir am 1. August weiterverkehren. Das hängt natürlich auch davon ab, wie weit jeweils die Baufortschritte sind. Was wir aber jetzt schon zusichern können, wir arbeiten in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran, dass wir ab 1. August mit der Straßenbahn wieder bis nach Zwezen durchfahren können. Fast alle weiteren Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Auf www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr sind alle weiteren Informationen zu den Baustellen und den damit verbundenen Änderungen im Fahrplan einsehbar.